Ah ja, guck mal, ich möchte mir mich mit euch noch etwas angucken. Denn es erreichte mich eine E-Mail mit Betreff ultra wichtig, sehr wichtig, guck dir das unbedingt an, ein Delfin braucht deine Hilfe. Ja, solche E-Mails, Nachrichten kriege ich natürlich den ganzen Tag und dann denke ich schon immer, ach Mann, das ist alles schwierig. So, ich lese mir aber natürlich dann immer alles durch. Das ist auch manchmal ganz schön time-consuming. Aber ein Delfin braucht Hilfe. Es erreicht mich eine E-Mail, wie gesagt, mit dem Betreff, ein Delfin braucht Hilfe. So, das heißt, von bis. Müssen wir jetzt einen aus dem Hotel fangen und befreien oder in die Rescue Station schaffen oder Hashtag The Operatives Season 2 oder was heißt das? Dann googelt man ein bisschen und findet raus, der Delfin heißt Latif. Latif heißt, was heißt das denn eigentlich? Ich wusste das mal. Der Gute, der Besondere, der Liebe. Sowas wird es heißen. So, und Latif ist jedenfalls ein Delfin, soweit ich verstanden habe, in Ägypten. Und dieser Delfin braucht Hilfe, denn, schaut euch das mal an, ich bin hier auf dem YouTube-Kanal von Ulf Marquardt. Das ist ein Unterwasserkameramann. Ich kannte seinen Namen nicht, ich abonniere den aber mal. Zack. Und ich habe den heute angerufen, habe gesagt, Mensch, Ulf, ich habe hier gehört, Latif braucht Hilfe, was ist denn da los? Und Ulf sagte, also ich habe erstmal gesagt, hallo, hier ist Robert Marc-Lehmann, kennst du mich? Ja, so, nein. Dann habe ich ihn alles über die Delfine gefragt und so weiter. Und dann sagt er am Ende, ach Mensch, Robert, wir haben schon mal zusammen einen Preis verliehen bekommen. Den Cinemare Ocean Filmpreis. Und da haben wir zusammen auf der Bühne gestanden und unsere Preise in der Hand und es gibt ein Bild von uns. Ah, dann habe ich mich auch erinnert, alles klar, du bist das. Es gibt ja auch nicht so viele Unterwasserkameramänner in Deutschland, ne? Ulf ist einer davon. So, und der hat nun einen Delfin, wo ist es? Latif, young dolphin living in Egypt's Red Sea needs our help. I started a crowdfunding campaign to support the work of NGO Dolphin Watch Alliance and to produce a documentary on the efforts to save Latifs life. Also, es gibt einen Delfin in Ägypten und der hat wohl ein Problem. Und hier sehen wir das Problem auch, Freunde. Da hängt ein Seil um. Das ist wirklich ein junger Delfin. Ihr seht es schon am Habitus, der ist noch nicht ausgewachsen. Und es hängt ein Seil um seine Fluke, beziehungsweise hier seine Schwanzwurzel. Und über die Fluke, das ist auch schon ordentlich eingerissen, vernarbt, offen. Boah, das sieht scheiße aus. So, dazu müsst ihr wissen, das Weiße und so, das ist ja alles Narbengewebe, Fleisch und so weiter. Delfine können ihr eigenes Schmerzmittel und ihr eigenes Antibiotikum herstellen. Das ist ein ganz besonderes Tier. Und solche Wunden, das Erstaunliche ist, dass die damit lange, lange Zeit überleben. Wir gucken uns auch nochmal irgendwann an, wenn Delfine und Wale von Booten überfahren werden, also diese Propellereinschnitte haben, dass sie damit auch gut klarkommen. Es gibt auch Delfine, Orcas, was weiß ich, ganz viele abgetrennte Flossen. Ich kenne einen Orca, abgetrennte Rückenflosse, abgetrennte Seitenfluke. Also nur eine Fluke und Schwanzfluke. Genau, in Südafrika. Überleben die. Unfassbar krass. Also Wildtiere sind manchmal ganz schön hart im Nehmen und besonders Meeressäuger. Nichtsdestotrotz, das hier sieht wirklich völlig scheiße aus. Und ihr kennt vielleicht meine Bilder von den Robben, zum Beispiel von den Kegelrobben, die so Netzteile, also Teile von Fischernetzen um den Hals haben, aus Plastik, irgendwie reingeraten. Und die Netzteile bleiben ja immer gleich und die Robbe wächst. Die erwürgen sich also selber, die strangulieren sich selbst. Und da kannst du eigentlich nichts gegen tun, es sei denn, du lebst in Namibia und da machen die Leute das richtig. In Deutschland kümmert das viele nicht so sehr. Leider. So, aber in Ägypten haben wir nun diesen Delfin Latif mit diesem scheiß Seil um die Fluke. Ja, das sieht wirklich Mist aus. Alter Schwede, okay, das ist wirklich irgendwie eine alte Fischerleine vermutlich. Und dann hast du da auch schon Algen dran und alles Mögliche. Das heißt, es wird auch mal schwerer, größer, behindert den. Müsste man abmachen. Dann hat er auch eine Chance, dass der die Fluke behält. Es gibt ja auch einen Delfin, gab es auch einen Disney-Film, glaube ich, war er von Disney, weiß ich nicht, mit Morgan Freeman, über einen Delfin, der einen Schwanzfluken, eine Prothese bekommen hat, eine Schwanzfluke, aber im Aquarium lebt. Wenn das hier so weitergeht, wird er vielleicht die Fluke verlieren. Das wäre schlecht. Schöne Scheiße. So, aber er hält da noch mit, ne? So, das dürft ihr auch nicht vergessen. Also er ist noch am Start, er lebt noch, der Ulf hat das aufgenommen. Ich glaube, er meinte sowas wie September letzten Jahres. Das heißt jetzt 4 Monate her. Der Delfin lebt unter Umständen noch. So, jetzt hat er, Ulf, eine Crowdfunding auf Start Next.
Kampagne ins Leben gerufen, rettet Latif den Delfin, stoppt den Tod durch den Strang. Latif, ein junger Delfin im Roten Meer vor Hurghada, wird sterben, wenn ihr ihn nicht rettet. Seit geraumer Zeit schleppt er ein Seil hinter sich her, das um seine Schwanzflosse gewickelt ist. Das Seil schneidet in Latifs Fleisch, verursacht Schmerzen und Infektionsgefahren. Irgendwann, so die Befürchtung, wird die Schwanzflosse durch das Seil amputiert werden. Das könnte sein. Der sichere Tod für den Delfin. Ja. Aber Latif ist nicht der Einzige mit dem Problem. Drei weitere Delfine leiden an Seilschrecken. Ach so, okay, also drei weitere. Okay, und hier gibt es dann auch noch ein Crowdfunding-Video. Hallo, mein Name ist Ulf Marquardt und ich bin Filmemacher. Ich möchte euch Latif vorstellen. Latif ist ein kleiner Delfin im Roten Meer. Sein Name bedeutet ungefähr so viel wie der Nette. Ha, der Nette hatte ein Problem, ein großes Problem. Er hatte das Pech, sich in einem Seil zu verheddern. Dieses Seil gehört zur Fischerei, es war Teil eines Langleinengeschirrs und es ist sehr, sehr fest um Latifs Schwanzfluke gewickelt. Es schneidet tief in sein Fleisch, ist teilweise von Narbengewebe überwuchert und da Latif ein junger Delfin ist, ist zu erwarten, dass er noch wächst. Und dann wird dieses Seil immer straffer gespannt, immer tiefer in sein Fleisch schneiden und es steht zu erwarten, dass das Seil irgendwann Latifs Schwanzfluke komplett amputieren wird. Und das ist der schmerzhafte und sichere Tod des jungen Delfins. Ich möchte, dass das alles nicht passiert. Deswegen unterstütze ich die Naturschutzorganisation Dolphin Watch Alliance von Angela Ziltner, die eine Rettungsaktion für den Delfin starten will. Aber ich möchte noch mehr tun. Ich möchte, dass ein professionelles Kamerateam diese Rettungsaktion dokumentiert und der Film, der daraus entstehen wird, der soll allen Interessierten kostenlos zur Verfügung gestellt werden, denn ich möchte mit diesem Film dazu beitragen, ein Bewusstsein zu schaffen und dass die Fischerei möglicherweise in dieser Gegend verändert oder aus dieser Gegend entfernt wird, damit in Zukunft keine Delfine mehr gefährdet werden. Bitte unterstützt mich dabei. Ich bedanke mich schon mal im Voraus. Ulf übrigens ein netter Typ, war am Telefon super cool und ich erinnere mich auch, dass er bei der Preisverleihung, wo ich ihn kennengelernt habe, auch cool war. Ja, pass auf. Alles, was ich darüber jetzt weiß, weil meine erste Frage ist, nee, das ist nicht meine erste Frage. Meine erste Frage ist, also was ist da eigentlich los? Wieso, weshalb, warum? Haben wir verstanden. Junger Delfin, Seil um die Schwanzfluge, Angela Ziltner von der Dolphin Watch Alliance da möchte ihn gerne retten. Ulf möchte das als Unterwasserkameramann gerne begleiten und mit einer Start-Next-Kampagne dazu aufrufen, das finanziell zu unterstützen. So, deswegen fand ich das interessant. Deswegen muss ich mir sowas anhören, weil meine Frage ist, du kannst ja nicht einfach als Taucher, Freitaucher dahin schwimmen, dem Delfin das abschneiden und dann ist gut. Weil den kriegst du nicht. Ich habe schon einige Meeressäuger so gesehen. Kannst du vergessen, kommst nicht ran. Bei Haien ist das was anderes, die kann man ein bisschen überlisten, wenn man schlau ist. Habe ich ja auch schon gemacht, den einen oder anderen Haken entfernt. Das geht. Bei Delfinen ist das ein bisschen was anderes. Die sind schlauer als Haie. Sorry, liebe Haie, hier muss ich mal eine Lanze brechen für die Delfine. Bei einem Hai hätte ich jetzt gesagt, ja, den könntest du auch zur allergrößten Not irgendwie fangen, dem das abmachen, meinetwegen noch desinfizieren, wobei das bei Wassertieren nicht wirklich super viel bringt. Hashtag Blauspray beim Karpfenangeln. Grüße gehen raus an die Catch-and-Release-Angler. Das wäre irgendwie möglich bei einem Hai. Bei einem Delfin ist das schwierig. Sehr, sehr schwierig. Und jetzt kommen meine zwei großen Ängste. Erstens, wenn du den fängst, kann das sein, dass der am Stress stirbt. Ihr erinnert euch vielleicht an die Geschichte, wenn nicht, guckt nochmal in mein Vaquita-Video. Also der kalifornische Schweinswal, der fast ausgestorben ist, von dem es nur noch vielleicht 12 Tiere gibt, die haben die auch gefangen und wollten die in ein Sanctuary bringen, wo sie sie dann züchten. Und ein Tier ist dabei gestorben. Du gehst also, wenn du so eine Aktion machst, immer das Risiko ein, dass das Tier bei dieser Fangaktion stirbt. Am Stress. Oder kurze Zeit später. Das ist jetzt kein Elefant, den du fängst, den du dartest, medizinisch betreust und wo das vielleicht bei einem von 1000 passiert, keine Ahnung. Aber beim Delfin ist sowas nicht ultra unwahrscheinlich. Die Leute, die das machen, sind es Profis. Wer macht das? Professionelle Tierfänger? Der Ulf sagt, das sind irgendwelche Leute aus England. Professionelle Tierfänger, weiß das nicht so genau. Schwierig. Was ist der Plan dann? Der Tierarzt macht das ab oder einen Teil davon ab. Dann lässt man den wieder los. Dann hast du die zweite große Sorge meinerseits. Der verliert die Gruppe und findet den Anschluss nicht mehr. Und das als junger Delfin. Und zum Thema irgendwie betäuben geht nicht. Wenn ihr Meeressäuger betäubt, dann ertrinken die. Und deswegen ist das auch so schwierig mit den Robben in Deutschland. Eine Kegelrobbe, die so ein Netz um den Hals hat, die kannst du nicht darten mit einem Betäubungspfeil. Dann rennen die in den Ozean und ertrinken dann. In den Ozean, sage ich schon, in Nordsee.
Das ist also alles kompliziert. Du kannst Meeressäuger so nicht betäuben, das geht nicht. So, das heißt, wenn du das als gut gemeinte Rettungsaktion machen möchtest, was ich total verstehen kann, was ehrenhaft ist und was super cool ist und was eine geile Aktion wäre, sitzt du die ganze Zeit als Delfinschützer, im Prinzip schon mit einem Bein in der Hölle, weil geht der Delfin drauf, bist du verantwortlich. Und was dann für ein Shitstorm über dich, dann kannst du einpacken. Dann sind 30 Jahre oder wie viel Delfinschutz dann auch für den Arsch, wenn dir so ein Tier unter der Hand wegstirbt. Und du hast nur versucht, dein Bestes zu tun. Das ist eine verzwickte Situation. Und ich möchte euch mit der Beschäftigung um jetzt diesen Fall einfach zeigen, wie schwierig manchmal Entscheidungen zu treffen sind, wenn es um Wildtiere geht, die Rettungsmission bei Wildtieren. Und dass ich auch ganz oft in meiner Vergangenheit schon in einem solchen Dilemma gesteckt habe. Tiere so zu lassen oder es zu versuchen und damit aber auch den Tod des Tieres zu riskieren. Ich habe noch keinen Delfin frei geschnitten, ne? Also so weit war ich noch nicht. Ich hätte ultra Bock da mitzumachen, ich hätte ultra Bock das zu finanzieren, das wäre sicherlich kein Problem, das kriegt man irgendwie hin, aber ich habe auch richtig Angst, dass das schief geht. Die Frage ist, was macht man jetzt? Ich habe erst heute davon gehört, ich habe erst heute mit Ulf telefoniert, ich möchte jetzt nochmal mit der Angela Ziltener sprechen, der vermittelt mir den Kontakt. Ich halte euch da auf dem Laufenden. Aber ihr seht das Dilemma an dieser Geschichte. Und die Frage ist, du holst dir ein Team, du gehst da runter. Du nimmst dir 1 oder 2 Wochen Zeit. Hast du schlechtes Wetter, findest du den Delfin nicht, Geld verblasen, nichts passiert. Es ist nur ein Delfin, du hast 100.000 Euro investiert. Ein Delfin gerettet, man hätte damit so viel mehr machen können. Ihr versteht, wo ich hin will. Also, es ist ein scheiß Dilemma, es ist ein blödes Gefühl. Ich würde dem Delfin sofort runterfliegen, wenn ich könnte. Und ich würde es als Freitaucher probieren. Und vielleicht hast du auch irgendwann das Glück, es gibt ja Delfin-Videos auf YouTube, die werden wir uns auch mal anschauen, wo Tiere aktiv Hilfe suchen, ob Manta, Hai oder, also nicht Manta, Hai, sondern Manta, Hai oder Delfin oder was auch immer, die aktiv zum Menschen kommen, wo immer gesagt wird, die suchen unsere Hilfe. Kann ich jetzt so nicht beurteilen, ich war nicht dabei. Aber es gibt auch ein Video, wo ein Delfin ankommt, der sich eine Angelschnur verheddert hat mit Haken und die Taucher ihm das wegmachen. Nachts ist das, glaube ich, gedreht. Heißes Eisen. Ich wüsste, ich muss jetzt auch mal ein paar Tage darüber schlafen. Das mache ich normalerweise nicht. Ich treffe Entscheidungen immer, ne? Ob jetzt im Autohaus oder ob das Sendungen sind, Expeditionen, Menschen, Teams. Ich treffe Entscheidungen nicht mit, mir sagen ständig Leute, Robert, schlaf doch da nochmal drüber. Nee, die Zeit habe ich überhaupt nicht. Ich schlafe niemals über Entscheidungen. Ich treffe Entscheidungen sofort. An meiner Entscheidung ändert sich eigentlich nie was. Aber hier, Leute, da komme ich gerade richtig ins Grübeln. Ich weiß es nicht. Boah, das ist so heftig. Nur mal, dass ihr mal die Konsequenz seht. Ich muss mal gucken, ob ich das so schnell finde. Oh, war das ein Pilotwal, dem die Fluke fast abgetrennt wurde? Da seht ihr mal, wie die Scheiße aussieht. Das ist ein Unterwasserfoto. Das war auch Wildlife Photographer. Oder war es ein Pottwal? Ich habe es gerade nicht mehr auf dem Zettel. Ich muss noch mal gucken, ob ich es finde. Mm-mm. Scheiße. Naja, okay. Es ist nicht das Bild, was ich suche, aber es gibt euch eine Idee, was passiert. Hier seht ihr die Rückenfinne noch von einem jungen Buckelwalkalb, dürfte das hier sein. Humpback Whale, ja. Das geht dann nicht mehr lange. Und davon sieht man da draußen immer mal wieder einen Meeressäuger, dem Gliedmaßen, sage ich mal, fehlen. Das ist wirklich eine Riesenscheiße. Und all das dürft ihr nicht vergessen. Kommt er nicht von ungefähr, das ist die Konsequenz vom Fischessen. Denn nur dann geht jemand mit Netzen, Angeleien, Langleien, Plastikkram da raus, um Fische zu fangen für den menschlichen Konsum. Das ist die Konsequenz, die immer keiner sieht, die unter Wasser stattfindet. Also von daher ist das ein Thema, wo auch ich tatsächlich mal drüber schlafen muss. Scheiße. So.